So, hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht's mit einer Folge Bikini Bottom. Da habe ich auch natürlich wieder ein bisschen Pause gehabt, ne? Ich muss ja die anderen Sachen bauen. So, wir machen heute wieder mit Goffy Gobbers geht's weiter. Ich glaube, das wird jetzt noch eine Folge, kommt danach und danach haben wir das Ding auch fertig. So, jetzt sieht das jetzt noch nicht ein bisschen noch nicht so spektakulär aus. So müssen wir das bauen. Das ist hier Vorderseite, die habe ich ja mit euch gemacht, hier mit den Wellen, die da drin sind. Und das ist der Eingang, ne? Die Dinger. So, ich mache es auf der anderen Seite natürlich das gleiche, wie ich es da auf der Seite gebaut habe. Aber hier sieht es dann noch so aus, wie es bei euch alle aussehen müsste. So. Natürlich hinten kommt hier kein Eingang, vorne ist vorne, ne? So, dann gehen wir mal hier durch. Ich weiß nicht, ob ich die Spitze mit euch zusammen gemacht habe. Dann machen wir jetzt hier, ist die lange Seite. Dann macht er hier ein Zweier, ein Einer, Einer, Einer und ein Einer. So. Wenn wir das gemacht haben, haben wir hier die Spitze. Und dann gehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Steine nach oben. Zack. Dann haben wir auch die Allgemeinhöhe. So, 18 Steine nach oben. Dann gehen wir wieder runter. Dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ab den 8. ziehen wir wieder einen komplett nach oben. Dass das die gleiche Höhe ist wie den ersten, den wir hochgebaut haben. So, von da aus, gut, dann machen wir jetzt die Spitze anders. Dann machen wir von hier aus, gehen wir jetzt runter. 1, 2, 3, 4. Dann knallt er hier einen hin und der wird dann hochgezogen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. Dann 8 Steine nach oben. Dann sind wir hier an der Spitze. So, dann knallt er hier einen hin. So. Und dann daneben einen. Dann da oben ein und da einen hin. Erstmal so, dass das, da kommt ja vorne noch so eine kleine Kurve. Aber die baue ich noch mit euch. So sieht das dann erstmal aus. So. So muss es aussehen. So, jetzt müssen wir wissen, welche Höhe machen wir jetzt hier. Also, wir zählen jetzt hier ab. 1, 2, 3. Und dann knallen wir einen hin. So. Und das ist dann ein Vierer. So. 1, 2, 3, 4. So, das gleiche machen wir hier auch. Der wird aber dann höher. Und das werden auch 4. 1, 2, 3, 4. Und dann geht das immer so weiter. Wieder ein dahin, ein hoch. Hier haben wir einen Vierer. Und hier wieder 1, 2, 3, 4. Das gleiche wieder. Da einen hin, den dahin, das wir oben haben. Hier ist ein Vierer. Und das wieder 1, 2, 3, 4. Das gleiche wieder davor, da hoch. Dass hier ein Vierer ist. Und der ist wieder 1, 2, 3, 4. Und das macht er jetzt immer so weiter, bis ihr oben angekommen seid. Immer ein Vierer. Ne? Zack. Und dann geht das immer so weiter. Gut, das andere wird ja natürlich gleich jetzt natürlich ausgenudelt, ne? So. Zack, zack, zack. Zack, zack, bumm, fertig. Ne? Dolby Surround bei PlaySample. So. Dann hier, zack. Flutsch, flitsch, flatsch, flutsch. So, dann sind wir hier angekommen. Oh, warte mal, jetzt habe ich zu viel gemacht. Ich muss ja natürlich das auch einhalten. Das heißt, jetzt hier habe ich ja bis hierhin die Vierer gemacht. Das heißt, der ist bis hierhin. So. So passt es. Und dann müsst ihr das hier natürlich alles nur einfach nur ausnuckeln. Ne? So. Dann haben wir hier schon mal die Form wie so eine Treppe. So nach oben. Okay. Wenn wir das gemacht haben, dann wird hier, wo der Zweier ist, den ziehen wir komplett nach oben. Um einen Stein erhöht. Und das andere wird dann alles genauso hochgeballert. Das heißt jetzt hier. Weil das ist die höchste Höhe. Das ist wie so ein komisches Schiff. Oh, ich weiß nicht. Oder ist das eine Eisschale? Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich kann es nicht sagen, was das darstellen soll. Auf jeden Fall haben wir das jetzt so gemacht, dass wir jetzt hier die Treppe gemacht haben mit dem Vierer, Vierer, Vierer. Da hinten ist natürlich der Dreier gewesen. Und das ist hier die komplette Höhe, wo wir diesen Zweier haben und den Einer. Das ist eine Höhe komplett. Zack. Ne? Genau wie wir die beiden Dinger da gebaut haben, die Höhe ist es. Und dann müsste das einfach nur hier raus reinknallen, die anderen Steine. So. Und so. Ich mache das jetzt eben kurz mit ein bisschen, ne? Weil ich bin auch immer ziemlich schnell in Erklären, ne? So. Damit ja auch jeder weiß, wie es abgeht, ne? So. So. Ey, es ist Freitag, ich habe Wochenende. Bah. Oh yeah, yeah.
Es ist Wochenende und dann tue ich wieder eine Runde zocken. Wisst ihr überhaupt, was ich spiele? Ich spiele zurzeit Ghost Recon Wildlands. Ich wollte es erst Let's Playen, aber ich dachte, ah, das macht jeder Hans und Franz. Und ich weiß nicht, ob ich das antöre. Ne? Ich meine, viel sagen tut man da auch nicht. Ne? So, dann sieht das so aus. Zack. So muss es aussehen. Wenn wir das gemacht haben, seht ihr hier Dreier. Ich zeige euch das mal nochmal. Dreier. Vierer, bis wir oben angekommen sind. So muss es aussehen. Okay, wir gehen dann, können wir auf zu denen gehen, da wo der Eingang ist, weil da geht es jetzt weiter. So, hier haben wir die Spitze, also hier die Spitze von den, wie heißt es, von den Wellen. Habe ich das hier auch gemacht? Okay, so, das war die Spitze von der Welle. So, dann geht es jetzt sofort weiter. Das heißt jetzt hier, macht hier noch einen drauf und dann zieht ihr diesen halben Stein, den wir jetzt haben, das ist ja diese halbe Quarzstufe, komplett einmal drüber. Das heißt, jetzt hier wird es ein ganzer und da ist es dann halb, ne, also so. Zack, zack. Hier seht ihr, hier ist der halbe drauf und dann geht er darüber und zack, wird es ein ganzer und dann geht es immer so weiter. Den ziehen wir erstmal komplett durch. Der wird durch, komplett durchgemacht, so. Zack, bis da. So, jetzt geht's weiter. Jetzt ziehen wir da oben drüber ein, sofort, dass wir nur noch eine Ritze hier haben, so einen Schlitz. So, dann geht der auch mal entlang. Delit, delit, delit. Da, bis wir da hinten wieder angekommen sind. Und die Beschriftung. So, jetzt machen wir jetzt hier, muss ich eben gucken. Hier machen wir auch einer. Da auch einer. Zack. Und dann hier auch. Zack, einer, einer. Einer, einer. Also geht dann weiter so entlang, bis wir vorne an der Spitze sind. Vorne der Spitze, weiß ich nicht, da machen wir, glaube ich, gar nichts. Ne, da machen wir gar nichts. So, nur, dass wir hier in die Ecke kommen. Da ist die erste lange und dann ist hier kurze. So, das habt ihr auch mitgekriegt. So sieht das denn aus. So. Und dann machen wir jetzt hier die ersten Lichter rein. So, Achtung. Das heißt, jetzt hier habe ich jetzt, nehme ich, wer ist das? Seelaterne. Das, okay. So, Seelaterne. Jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt hier einen lassen wir frei und knallen dann immer erstmal einen Einer rein. Und dann die Seelaterne noch nicht reinmachen. Ich habe da jetzt vergessen, was zu zeigen. So, jetzt mache ich die erstmal so. Das wird gut gemacht, aber jetzt immer nur einer ist. Und einer ist frei. So, 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 so. Okay, passt. Das, das und das. Und dann so sieht das aus. Okay, dann machen wir hier erst einen gelben da rein. Das habe ich vergessen. Warte, dann können wir auf der anderen Seite besser machen. Also, dann machen wir jetzt überall einen gelben rein. Gelben, gelb, 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 gelb. Gelbes Glas natürlich, ne? Gelb, 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 gelb. Auf der Seite, weiß ich gar nicht. Da kommt ja noch so ein Ruder dahin. Da machen wir gar nichts. So, und dann machen wir hier ein Laternchen hin, davor. Zack, 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 zack. Auch für diejenigen, die das innen drin ausbauen müssen, möchten, oder was weiß ich was, da müsst ihr selber dann rumfummeln. Das ist dann halt, so. So, und das, so. Da müsst ihr ein bisschen hier das verstecken oder so. Ich weiß es ja nicht, wenn viele das ausbauen möchten oder so. So sieht das denn aus, das Gelbe, das leuchtet, ne? Das haben wir gemacht. Ach, hier habe ich ja was vergessen. Das ist einer. Fick. So. So sieht das aus, erstmal. Schön, ne? So, dann machen wir hier. Wenn wir die Höhe haben. Ich habe ja diese Nethersteine genommen. Da müsst ihr gucken, dass die genauso hoch sind wie die letzte Reihe hier oben, wo das Licht ist. So, dann machen wir jetzt hier rote Wolle. Erstmal hier hin. So ein Dreier. Gut, wir können ja auch so machen. So eine Treppe mäßig. Warte mal, muss ich erstmal gucken, wie das am besten aussieht. Den, den, den. So, eine Treppe machen wir. Okay. Das heißt hier. Weißhorn. Okay, dann hier eine rote. Ich musste gerade nachrechnen, weil da kommt der noch weiß hin. Da, so, habe ich das gebaut. Das dahin. Ein L. Ein großes L. Dann da ein vor und da noch ein vor. So, ne? Ein L, da ein vor und hier noch ein vor. So sieht das aus. In der Mitte das gleiche. Zack, 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 zack. So, boah. So schnell, das geht gar nicht. Wie so ein Blitz, ne? So, und dann machen wir
weiße Wolle. Jetzt kommt weiße Wolle. Die kommt auch das gleiche L-mäßig so, ne? Zack, zack. Zack, zack, zack. So sieht das dann aus. Und so, jetzt muss ich gucken, ob wir das hier noch ein bisschen verfeinern, indem ich das jetzt hier so baue. Nee, das machen wir nicht. Wir lassen das erstmal so. Nee, das lassen wir so. So lassen wir es so. Das ist jetzt hier der Eingang, beziehungsweise da ist ja so ein, kann man sagen, wie nennt man das? Ich weiß es nicht, so Pavillon-mäßig? Nee. So, das hier in der Mitte könnt ihr wegmachen, da kommt kein Glas hin. Da machen wir wieder weiß hin, da wird der Eingang anders gemacht. So, dann muss ich hier mal gucken, das mache ich hier weg, das mache ich hier weg, dass wir eine Höhe haben. So, dann hier ein halber hin, zack. Das auch, ein halber hin, so, dann haben wir hier den Eingang. So, den Eingang, und dann muss ich eben gucken, ob wir jetzt hier unten drunter noch einen hinknallen. So, so, so. Dass er ein bisschen anders aussieht oder interessanter. Ne. Ein bisschen runder machen, ne? So. Ich muss jetzt nur gucken, ob das jetzt hier. Okay, machen wir es mal so. Das war jetzt hier. Warte mal, rote Wolle brauche ich wieder. Dann machen wir es jetzt so. Das war jetzt hier. So, natürlich jetzt hier, mache ich jetzt ein bisschen dicker. So sieht das aus. Ja, dann machen wir das so ein bisschen. Und dann noch einen höher, nein. Das reicht so, dass das hier so ein Eingang ist. Ja, okay. Ich kann hier mal gucken hier. So, dann machen wir jetzt hier Folgendes. Hier machen wir jetzt hier komplett, genau, die Breite von den beiden Pfosten machen wir weißen Teppich hin erstmal. Komplett. Zack, weißen Teppich. Und den könnt ihr dann, ist eure Entscheidung, wie weit ihr den macht. Ich mache den jetzt hier so. Das ist eure Entscheidung. Da kommt so wie ein Klavier ist das. Also irgendeine Bedeutung muss das ja haben, dass das hier auch wie ein Klavier ist. Ich weiß es nicht. So. So. Und so. Zack. So, schwarze Teppich. So, dann machen wir jetzt hier. So, dann machen wir wieder hier immer einen freilassen, und aber nicht ganz bis unten hin, oder machen wir ganz bis unten hin? Ne, das lassen wir ein bisschen breiter noch. Warte, dann machen wir dann, dass hier ein Zweier ist, und dann machen wir hier immer so, sieht dann aus wie ein Klavier. So die, den Eingang, ich weiß nicht, warum das aussieht wie Klaviertasten, aber das ist dann so Klaviertasten. So. So sieht das dann aus, okay. Und dann, Fahrräder sind auch vor der Tür, weil die baue ich jetzt nicht. So, dann machen wir hier, habe ich mir gedacht, wenn jetzt hier, okay, das habe ich gebaut, das habe ich mit euch gebaut. Ich muss ja genau jetzt nachgucken, wie ich das am besten mache. Das heißt jetzt hier, die Schrift, da steht der Goffi Gobbers. Da werde ich sowieso nicht hinkriegen, das Goffi Gobbers. Das werde ich nur so hinkriegen, dass ich dahin knalle, GG. GG mache ich dahin. Das reicht auch. Man weiß ja, was es ist. Für die Leute, die das kennen. Ich meine, wenn die Leute das nicht kennen und da steht Gobbi Gobbers, wissen sie auch nicht, was sie damit anfangen können. Also, machen wir hier gelb hin. Einmal hier so. Einmal so. Seht mich. Ich höre gerade Musik. So, dann haben wir das hier jetzt gemacht, dass einer hier rausguckt. Da guckt ein gelber raus. Und dann machen wir hier zwei Stück hin. Da zwei Stück hin. Dass es ein bisschen so ründlicher wird. Und dann können wir hier oben nochmal zwei Stücke machen. Dann machen wir hier oben auch. Aber natürlich hier so, dass wir da einen hin machen. Da, okay, so sieht das aus. Und dann machen wir hier komplett gelb. Könnte ich auch so anders erklären. Aber das habe ich jetzt so bescheuert erklärt. So. Dann machen wir ein G hin. Jetzt muss ich gucken, wie wir das am besten aufteilen. Dass das G auch wirklich so einigermaßen passt. Ne? Also dann machen wir jetzt hier G. Das mache ich genau hier. Unter dem Schirm. Okay. Tick. Tick. Mal gucken, ob ich das G etwas kleiner mache. Ne, da müsste ich ja. Das G, glaube ich, müsste ich ein bisschen größer machen. So, so. Weil das geht ja um eine Kurve noch, sodass das so ist. Patsch.
Und den dahin. Klatsch. So muss es aussehen. Ja, so, das nächste. Das heißt, jetzt hier müssten wir, wenn wir das hier am Rand gemacht haben, wo der Schirm ist, müsste ich das hier das gleiche hier auch machen. Das bedeutet, dann müsste ich jetzt hier, welche Breite muss ich jetzt hier haben? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, genau, passt. So, dann einmal blub. So, blub, 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 blub. Fertig. So, Gobby Gobbas. Yeah! Das ist der Gobby Gobbas. So, jetzt machen wir jetzt hier natürlich. Haben wir jetzt erstmal in Gelb so ein bisschen umkreist. Dann machen wir jetzt hier erstmal so ein bisschen Kurve noch. Das heißt, hier ist hier einer hin, den da drauf, klatsch. Klitsch, weg. Und dann Pitsch, Patsch, Fleck. So, das ist hier, wird jetzt ein bisschen so rund gemacht. Da kommt auch so ein bisschen Grün noch zwischen, aber wir machen erstmal so die Form. So, dann machen wir jetzt hier, jetzt haben wir hier einer. Dann machen wir hier komplett 1, 2, 3, 4. Oder warte, 3er. Und dann geht das hier genauso rund wieder. Das heißt jetzt hier einer, so. Und dann mal wieder einer da hoch, patsch. Und dann haben wir genau das gleiche Maß, wie wir unten gemacht haben. So entlang. So. Ja, dann muss man anders bauen. So, dann machen wir hier das gleiche. Das heißt jetzt hier, da vor einer 1, 2. Und dann geht das Treppe wieder. Einer. Habe ich einer gemacht? Ne, 3 habe ich hier gemacht. Okay, das heißt hier 3er. Und dann einer. Und einer. Und dann treffen die sich. Klatsch. So sieht es aus. Und dann müssen wir das gleiche hier auch machen. Dass das hier ein bisschen nach unten geht. Da hatte ich gemacht 1, 2. Hier machen wir auch 1, 2. Dann den hier runter. Weg. Dann auch 1, 2. Da unten runter. Klatsch, klatsch. Den weg. So. Tada. So muss es aussehen. Und dann nudelt ihr das aus. Komplett in Gelb. Da kommt dann, wie ich schon sagte, da kommt auch noch ein bisschen Grün noch dabei. Ist das Schild ein bisschen grün, ein bisschen Licht und so. Aber so, dass wir es erstmal hier so eingeteilt haben. Ich muss ja mal gucken, was wir da hinbauen. Das ist ja so irgendwie so ein Eiscreme da drauf mit Kirsche und sowas. Ne? Da muss man mal gucken. Mit Schnee und so ein bisschen. Ne? Aber so haben wir jetzt erstmal das, den größten Teil vorne gebaut. Ne? So. Tack, tack. Und dann hier weiter. So. Mal gucken von Weitem, wie es aussieht. Da hatte ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte das Ding hätte nach vorne gehen müssen. Das heißt jetzt hier, seht ihr, die Dinger sind ja unten raus. Die müssen auch hier rausgucken. Das heißt jetzt hier müsste das so aussehen. Zweier. Okay, machen wir hier. Hoch, patsch. So muss das aussehen. Okay. So muss aussehen. Gobby Gobbas. Ich gucke mir das gerade noch so an. So, ja, okay. Das Schild. Gut, das Schild ist auch ziemlich groß bei Gobby Gobbas. Aber wir könnten das hier noch ein bisschen kleiner machen, oder? Ich weiß es nicht. Dass das nicht zu groß ist, ey. Das ist euch überlassen. Das heißt, ich könnte ja auch das hier wieder wegnehmen. Aber ich will euch jetzt nicht zulüllen, weißt du? Das ist einfach nur so, wie ihr es haben möchtet. Dass es ein bisschen rundlich ist. Mache ich einen Zweier mal hier hin. Zweier. Und dann kommt hier oben. Warte mal, mache ich das noch weg? Mache ich noch eine Reihe weg. Das machen wir jetzt eben noch. Vielleicht hier Schild und das ist komplett Arsch ab. So, das heißt, jetzt habe ich eine Treppe gemacht. Da müsste ich jetzt hier anders bauen. Das heißt, jetzt hier Zweier. Sind da oben. Zweier. Oben. So. Hm. Und dann machen wir hier einen Dreier hin. Machen wir hier auch einen Dreier hin. Das muss einfach nur so ein Schild sein, dass es ein bisschen verschnörkelt ist. Das gleiche könnt ihr jetzt auch hier bauen. Das ist jetzt hier.
Da könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch so hier einfach nur so ein bisschen rundlich machen. So. Das ist einfach nur so ein bisschen hier. Da könnt ihr bauen, wie ihr wollt, ehrlich. Euch das Schild zu erklären, das ist ja Peng. Das ist einfach nur so. Seht ihr ja, dass das nur ein bisschen nicht so viel Platz nimmt. Könnte ich auch hier ein bisschen rausschneiden, warte mal. Oder ich mache das in der nächsten Folge. Pass mal auf. Wir machen das anders. Ihr schneidet das so aus. Baut das erstmal so. Das habe ich bescheuert erklärt. Jetzt habe ich den Faden verloren, ey. Ohne Scheiß. Das ist eine Kotze. So, dann machen wir jetzt hier. Ist das G. Und soweit mache ich das Gelbe. Ey, das kriege ich bestimmt sowieso weh. Der Daumen runter, ne? Weil das ist ja so kacke, was ich hier gebaut habe. So. Das gleiche mache ich jetzt hier auch. Mache ich da gerade erstmal ein. Das G. Ein Gelb freilassen. Dann zunudeln. Und dann machen wir eine Kurve da rein. Das ist ja eine Kacke, was ich jetzt euch wieder erklärt habe. So, so, so. Okay, dann ist jetzt gerade. So. Und dann machen wir jetzt hier ein freilassen. Ziehen wir einen hoch. Dann wieder ein hochziehen. Und dann haben wir so eine Kurve. So. Das gleiche machen wir hier auch. Ein freilassen. Hochziehen. Den freilassen. Und das gleiche hier auch wieder. Und dann haben wir das schon so, wie es haben möchte. Und dann können wir hier noch, vielleicht noch, wo das G ist, hier eine Kerbe reinmachen. Das wir so hier haben, das gleich hier auch. Zack, zack. Und dann haben wir das schon so, wie es haben möchte eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Kacke gerade erklärt habe. Achso, da muss man etwas breiter machen. Dreier, Dreier, Spitze, Spitze. Dreier, Dreier. Spitze, Spitze. Da sieht es anders aus. Okay. Bevor wir jetzt hier durcheinander kommen, ich mache das jetzt wieder zu. So sieht's aus. Komm. So lassen wir das. Da kommt ja sowieso noch was Grünes hin. So, das ist GG, Gobby Gobbers. Was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen, was wir jetzt hinmachen. Gobby Gobbers schaffen wir nicht hin. Ich könnte hier noch ein Komma machen. Oder gar nicht. So. Was? So, das war's eigentlich von mir wieder. Bevor ich jetzt voll da reinkacke in das Let's Play. So sieht das erstmal aus, ne? Das habt ihr ja so einigermaßen geschnallt, außer dass ich jetzt den Faden verloren habe, dass ich jetzt den Eingang so Banane gemacht habe. Ihr könnt ruhig reinkritzeln, ne? Warum ich so Banane bin. So. Das war's von mir. Wir haben das erstmal so weit gebaut. Hier jetzt im Klavier, Eingang, Licht und das Schiffchen, was nach oben geht. So sieht es erstmal aus. Eingang, okay, alles klar. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war jetzt auch die längste Folge von mir, aber das war auch meine Schuld gewesen, weil ich euch da den Eingang so beschissen erklärt habe. Ich habe jetzt GG gemacht. Ihr könnt machen, wie ihr wollt. Oder ihr könnt auch einen Vorschlag machen, was ihr da reinmacht als Zeichen. Ja, könnt ihr selber vorschlagen. Gobby Gobbers passt nicht rein. Dann wäre das ganze Ding jetzt komplett zu. Also habe ich GG gemacht. Ihr könnt auch reinschreiben, was ihr da reinmachen würdet oder reinmachen tut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei PlaySample und dann geht es erstmal wieder weiter. Boah, 23 Minuten, ich will euch nicht zulöhnen. Und dann wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende.